Servus und Habadere, wieder einmal zu einem neuen Video aus dem Grombelli. Jawohl, dann geht's wieder und da sehe ich auf. Ja, ich bin schon da mit dem Vatikanesel. Ja, ganz besondere Breckel da. Die liegen auch schon da. Mein Gott, nein. Vier Monate. Schaut euch einmal die oder. Da. Oh, Gesundheit, merci. Wer erkennt, was ist denn das für ein Holz? Ich trau mir wetten, das erkennt keiner. Ja? Das ist da, ganz was Seltenes. Eine Thuje, jawohl. Da habe ich auch noch ein paar Breckel liegen, die schneiden wir jetzt alle auf. Jetzt muss ich den da anhängen, damit der kann, am Vatikanesel, dann zwingen wir ihn raus. Und dann legen wir ihn neu auf. Und dann können wir ihn aufwerfen auf die Zeche, oder? Jawohl. Also, ich tue nicht lange umeinander, ich habe halt noch was zum Backen, zum Schaffen. Zimt es auf und dann geht's auf. Jawohl. Ein Resümee vom Thuje-Schneiden ist Wahnsinn. Das Holz ist eigentlich relativ unspektakulär. Schaut fast aus wie ein Kiefer, wie ein Fichten. Also nix. Ich hätte mir Morz, was da hofft, dass da innen ein Morzkern drin ist und magere nur mit das Morzmaserung hat, aber das hat es eigentlich gar nicht. Was mich überrascht hat bei der Thuje, das ist schlicht und ergreifend der Geruch. Der Geruch, das ist wie eine Rose, fast wie eine Rose. So richtig, ein bisschen zitronig, rosig. Also habe ich noch nie gerochen, ist unglaublich. Also werden wir merken, Thuje,
ein klasse Holz und es heißt, das, die legt das, den Geruch nie ab. Ja, das ist doch ideal, weil wenn man jetzt sagen wir mal was macht, was baut und hat man den Geruch dann in dem Möbelstückel drin oder was man halt macht, ne? Schreibt es mal unten rein, was kann man aus Tuyenholz bauen? Schreibt es mal, wer hat eine Idee, was man aus Tuyenholz baut? Ich habe mal gesehen, Kugelschreiber haben es gemacht. Bleistift kann man auch machen. Ne? Bleistift mit einem Tuyengeruch. Das Nachsitzen geht doch da viel, viel schöner dann, gell? Weil wenn es den Geruch hat, mein Gott, nein. Das ist doch was für Bleistiftspitze, oder? Jawohl. Also, einwandfrei. Hoffe dir. Bis zum nächsten Mal aus dem Kronwelli. Servus. Und drum ist für uns das Leben ein die allerhöchste Freit. Hollaria, hollaria, hollaro.